bisschen komfortabler. Ich setze mich mal ein bisschen hin. Ne? Genau. Heute ist das Thema Komfort, ne? Also sich irgendwie wohlfühlen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ist denn Komfort? Ich habe als erstes so ein bisschen an Hotelurlaub gedacht, ne, dass man sich dort schön macht. Und ich habe euch einfach mal so einen Komfortplatz von mir mitgebracht aus dem letzten Jahr. Als wir in Kroatien im Urlaub waren, war das unsere Bucht, wo wir mit meinem Bruder waren wir zu dritt im Urlaub. Und dort haben wir meistens die Zeit verbracht, lagen auf der Luftmatratze im Meer. Und ich dachte so, hey, das ist echt Komfort. Ne? Also so könnte das Leben die nächsten 80 Jahre weitergehen. Und dann fahren wir wieder heim und dann geht es irgendwie in den Himmel weiter. Ne? Also manchmal wünscht man sich das Leben ja so komfortabel, irgendwie leichtgehend. Und ich weiß nicht, was es bei dir im Leben ist. Ne? Also Komfort hat, glaube ich, ganz viele Gesichter. Ne? Das kann luxuriös sein, das kann irgendwas mit Urlaub zu tun haben, das kann irgendwas mit Familie zu tun haben, ne? Wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, hey, dort ist meine Komfortzone, dort fühle ich mich geborgen, dort habe ich Schutz, dort kann ich einfach ich sein. Ne? Also dort fühle ich mich wohl. Das können irgendwelche Traditionen sein, wo ich sage, hey, wenn ich so Weihnachten feiere, mit der Gans, ne, und den Klößen und dem Rotkohl, dann ist Komfort da. Ne, das, der Weihnachtsbaum noch schön geschmückt, ne, die ganze Familie da. Das ist so dieser Komfortmoment. Und ich glaube, das, was Komfort ist, das lässt sich leicht durch dieses Gefühl feststellen, dass du diesen Moment gern festhalten möchtest. Dass du sagst, hey, wenn es so jetzt immer wären würde, ne, das wäre schön. Das wäre cool. Und ich glaube, wir alle haben irgendwo so solche Momente oder solche Zonen, wo wir sagen, hey, dort ist es schön. Und ich glaube, wir schaffen uns auch bewusst solche Zonen. Ich glaube, das ist der Grund, warum so Möbelhäuser wie Ikea boomen, ne, mit ganz viel kleinen Deko-Accessoires, ne, und noch schöneren Möbeln und noch schöneren Dekorationsmöglichkeiten, ne, weil wir uns das schön machen wollen, weil wir uns Plätze schaffen wollen, wo wir uns geborgen fühlen in dieser Welt. Und die Frage ist, kann uns das irgendwie glücklich machen über eine längere Zeit? Und ich möchte jetzt doch mal aufstehen, weil mir das ein bisschen komisch vorkommt. Und ich muss ja auch ein bisschen arbeiten. Und mein Chef früher, als ich Tischler gelernt habe, hat immer gesagt, im Sitzen arbeitet sich nicht so gut. Deswegen stelle ich mich jetzt doch mal hin. Wir wollen uns heute angucken, hey, Komfort, wo wird Komfort gefährlich? Ich glaube, Komfort an sich ist nichts Schlechtes, wie die letzten Sachen auch. Ne? Ich glaube, Anerkennung ist nichts Schlechtes. Ich glaube, Geld ist an sich nichts Schlechtes, wo ihr das letzte Mal drüber gehört habt. Aber ich glaube, Komfort kann gefährlich werden, weil das zu so einer Jagd werden kann. Und darum geht es uns ja auf dieser Karusselltour, die wir die Wochen jetzt über machen, dass wir uns immer wieder im Kreise drehen, dass wir sagen, hey, wir drehen uns nur um diesen Komfort und jagen den nach. Und der erste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist, dass die Jagd nach Komfort zeigt, dass in meinem Leben irgendetwas fehlt. Dass es mir so geht, dass ich sage, hey, eigentlich wünsche ich mir da noch was. Und ich finde diesen Vers aus 1. Johannes 2, Vers 15, wer eine Bibel hat, kann gern mit aufschlagen, ich habe die Verse auch hier vorne dran, aber der zeigt es ganz deutlich, dass Gott diese Sorge auch hat, dass wir uns um irgendwas drehen, was uns letztendlich nicht glücklich machen kann. Und deswegen ist dieser warnende Vers von Johannes hier echt ernst zu nehmen. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Und diese Welt zu lieben oder nicht zu lieben, bedeutet nicht, dass wir uns nicht in Menschen investieren dürfen, ne? Dass wir Menschen lieben sollen, vor allem auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also ein großes Ja zu der Kids Club Aktion, ne? Wo wir Menschen erreichen wollen, die Jesus noch nicht kennen als Gemeinde. Ich finde das Hammer und das ist unheimlich wichtig. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht diese Welt schön finden können, weil ich glaube, Gott hat diese Welt schön gemacht. Er hat sie so schön wie möglich gemacht, dass wir uns hier wohlfühlen, dass wir ihn erkennen können in dieser Welt. Ich glaube, was mit dieser Welt gemeint ist, ist ein Denksystem. Ein Denksystem, was sagt, hey, wenn du das und das hast, dann geht's dir gut, dann geht's dir glücklich. Und dieses Denksystem schließt in der Regel Gott aus und sagt, hey, den brauchst du dazu nicht. Was du dazu brauchst, ist, ja, dass es so schön wie möglich ist. Ne? Leben auf dem Ponyhof. Mach dir das. Klar, da musst du vielleicht bis 30 oder 40 so richtig schuften, dann hast du die Millionen zusammen, dann kannst du dich zur Ruhe setzen, gehst auf eine Karibikinsel und dann chillen für die Ewigkeit. Ne? Also das ist ja, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen
hat jeder vielleicht schon mal davon geträumt, so ein längerer Urlaub, ne? So eine längere Phase, vielleicht mal ein paar Jährchen, das wäre doch mal schön. Ne? Also wenn wir das Geld hätte, warum? Warum nicht? Ne? Ich glaube aber, dass das in erster Linie eine Gefahr ist, die uns ja, diese Liebe zu Gott rauben möchte. Und ich habe überlegt, hey, welches Bild passt da ein bisschen? Und ich bin bei einem ganz bekannten Kinderspiel hängen geblieben. Ist das Bild drin? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ihr kennt alle dieses Spiel, diesen Kasten, wo es so Kreise und Dreiecke und Vierecke gibt. Und die kleinen Babys sitzen davor und versuchen, das Viereck in den Kreis reinzustecken. Kennt ihr das Spiel? Ja? Oder den Stern, ne, in das Dreieck irgendwie reinzupressen. Und am liebsten, früher als ich Kind war, hätte ich mir wahrscheinlich einen Vorschlaghammer genommen und das Ding einfach dann reingehauen, dass es endlich drin ist, ne, weil das auch frustrierend sein kann, wenn das nicht reinpasst. Aber ich glaube, dass wir als Erwachsene auch manchmal so kleine Kinder sind, vor diesem Baukasten leben und wir merken, hey, da ist irgendwie ein Loch in unserem Leben, wo wir merken, hey, das wollen wir irgendwie erfüllen. So eine Sehnsucht nach Glück, nach Zufriedenheit, ne, nach Komfort. Und dann nehmen wir irgendwo und suchen uns so einen Kreis und versuchen, den in dieses Dreieck reinzuhämmern. Ne? Da deckt das vielleicht erstmal ab, ne? Aber der passt nicht rein. Und wenn wir es mit Gewalt versuchen, dann machen wir das Loch eher noch größer, als dass wir es wirklich ausfüllen. Und ich glaube, dieses Loch, was in unserem Leben ist, ist diese Sehnsucht nach Gott, die Gott in uns hineingelebt hat. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, mit Beziehung mit ihm. Dazu hat er uns geschaffen. Deswegen hat er auch das Paradies am Anfang geschaffen. Das Paradies war ja kein Schlaraffenland, ne, wo uns die Hähnle in den Mund geflogen sind, sondern das war ein Garten, wo er gesagt hat, hey, ich will einen schönen Rahmen schaffen, wo ich mit euch Zeit verbringen kann, wo ich mit euch spazieren kann, wo ihr mir alles erzählen könnt aus eurem Leben, ne, wo es euch einfach gut gehen soll mit mir zusammen und nicht ohne mich. Und ich glaube, wir versuchen das ganz oft, dass wir glücklich sind ohne Gott und dass wir auch die schönen Dinge, die Gott uns geschenkt hat, versuchen dazu zu benutzen, uns glücklich zu machen. Ne? Urlaub ist eine super Sache, die Gott geschenkt hat, ne? Dass wir reisen können, dass es so unterschiedliche Sachen auf der Welt gibt, wie die einen mögen eben mehr Berge, die anderen mehr Meer und so weiter. Das ist ja alles genial von Gott gemacht. Aber wenn du das benutzt und sagst, hey, also der Urlaub, das ist das, worauf ich das ganze Jahr hinfieber. Und wenn es diesen Urlaub in diesem Jahr nicht geben würde, ey, dann will ich keinen Tag länger auf dieser Welt sein. Ne? Das ist die Woche, wo ich unbedingt auftanken muss. Ne? Oder wenn ich nicht nach Hause gehen kann, nach einem gestressten Arbeitstag, mich auf meine Couch hauen kann, ne? Mir mein Bier vielleicht noch aufmachen kann, dann kann ich nie glücklich und zufrieden sein. Dann ist irgendwas verkehrt in unserem Leben. Und ich glaube, dass uns dieser Vers, wie gesagt, davor warnen will, zu sagen, hey, uns da reinzusteigern und zu sagen, hey, wir bleiben auf diesem Karussell, wir jagen nur noch dem Komfort nach, und vernachlässigen, vergessen dabei Gott. Und es kann sein, dass du sagst, hey, ich habe das noch gar nicht erlebt, dass Gott mich so ausfüllen kann. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Dann will Komfort dich immer wieder davon ablenken. Das ist der zweite Punkt. Die Jagd nach Komfort will dich ablenken. Ne? Auch wenn du als Christ unterwegs bist. Und ich merke das so sehr in meinem Leben. Und ich glaube, dass das eine echte Gefahr ist, die Jesus auch schon kannte. Deswegen sagte das auch, als er unterwegs war mit seinen Jüngern, da heißt es in Lukas 9, ab Vers 57, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Und er sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das ist erstmal eine coole Aussage. Und Jesus erwidert, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also Jesus sagt dem Mann, der, wo ich sage, hey, der ist doch voll leidenschaftlich, wenn der, ne, wenn der in mein Mitarbeiterteam wäre, ich, ne, hier kannst du unterschreiben, ne, auf immer und ewig. Aber Jesus sagt, hey, pass auf, das wird jetzt hier kein leichter Weg. Ne? Das ist nicht so, dass das ein Ponyhof wäre, wo du dich auf deinen Pony setzt und dann bis in den Sonnenuntergang reitest. Ne? Sondern das wird eine Herausforderung, wenn du mit mir unterwegs bist. Weil das Einzige, was du wirklich hast, ist die Beziehung mit mir. Du wirst keine komfortablen Hotels haben, du wirst keine komfortable, keine komfortable Fähre haben, du wirst auf einem wackeligen Ruderboot unterwegs sein und so weiter. Aber du wirst mit mir unterwegs sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende bei der ganzen Sache.
Aber wir, wenn wir als Christen unterwegs sind, und wie gesagt, ich merke das in meinem Leben auch oft, dann lassen wir uns oft von Komfort ablenken, ne? Und sagen, hey, ja, also Mission, ne, kommt für mich nicht in Frage, und wir benutzen dann auch so fromme Ausreden und sagen, hey, Deutschland braucht genug Missionare. Also da muss ich nicht irgendwo nach Afrika gehen, ne? Das ist alles richtig, ne? Ich will die Aussage an sich nicht negieren, aber oft, ich merke das in meinem Herzen, oft ist das so eine Ausrede zu sagen, hey, eigentlich will ich für Gott nichts riskieren. Ich bin froh, dass ich meine eigenen vier Wände habe, ich bin froh, dass es mir gut geht, ich bin froh, dass ich ein Auto habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und dabei ist es eine Riesengefahr, die mich ablenken will, ne? Die mich von Gott eigentlich wegbringen will. Und es passiert so schnell, dass du sagst, hey, okay, die Zeit mit Gott ist gar nicht so wichtig. Wie gesagt, die Zeit auf der Couch, ne? Oder das Kaffee trinken, keine Ahnung, wenn du sagst, der Kaffeekranz nachmittags, ne, mit meiner Frau, das ist das am Tag, was ich brauche. Kann genauso eine Gefahr sein, wo du sagst, hey, dort ist meine Komfortzone, dort will ich auftanken. Und du entfernst dich immer weiter weg, dass Gott nicht mehr dein Mittelpunkt ist. Vielleicht liest du deinen Bibelvers noch, ne? Vielleicht gehst du auch Sonntag noch in die Kirche, vielleicht arbeitest du sogar mit, aber trotzdem steht es in der Gefahr, die Nummer eins in deinem Leben zu werden, ne? Und das immer und immer mehr. Vielleicht ist es auch der Wellnessurlaub mit deiner Freundin, wo du sagst, hey, das ist der Ort, wo ich auftanke, ne? Dort will ich hin, dort habe ich Sehnsucht danach. Und dabei geht die Sehnsucht für Gott immer mehr zurück. Und ich habe gedacht, das ist wie, ihr kennt vielleicht die Autoplakate, leider ist das Bild jetzt auch nicht drin, wo diese Frau unterwegs ist, ne, sich schminkt, den Kaffeebecher in der Hand hat und das Handy, ne, irgendwo noch mit der Schulter gegen das Ohr drückt. Und genauso ist es oft mit dem Luxus, mit dem Komfort in unserem Leben, ne? Eigentlich sollten wir uns auf die Straße konzentrieren. Eigentlich sind wir mit Jesus unterwegs und wir sind vielleicht voll Gas gestartet, ne? Wir hatten so eine riesen Leidenschaft für Jesus in unserer Gemeinde, in unserer Mitarbeit. Aber wir merken, hey, das andere macht ja auch glücklich, ne? Und das andere ist ja auch schön. Und wir merken den Komfort sofort und wir haben sofort Resonanz, ne? Also wenn ich mich hinsetze, ne, in den Sessel, dann merke ich sofort, oh, ne? Erholung tritt ein. Wenn ich anfange, Bibel zu lesen, ist es nicht immer gleich so, ne? Dann muss ich vielleicht noch mal einen Vers weiterlesen, dann muss ich vielleicht noch beten, ne? Dann muss ich, das dauert, braucht manchmal Zeit und das ist, hat nicht diesen Soforteffekt. Und ich glaube, genauso kann Luxus, kann Komfort, kann so eine Komfortzone in unserem Leben sein, dass sie uns ablenken will und dass wir dann vielleicht unser Leben crashen, dass wir es irgendwo gegen die Wand fahren und sagen, hey Gott, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Weil das andere macht ja auch glücklich. Das Spannende an dem anderen ist bloß, ich wette, ich könnte in die Gemeinde hier, wenn ich das Geld hätte, würde ich das machen, nur solche Sessel reinstellen. Ne? Also ihr würdet alle jetzt in solchen Sesseln sitzen und ja, wir können jetzt eine Schätzung aufstellen, vielleicht in einem Jahr würde irgendjemand kommen und sagen, oh, die Kante hier oben, die ist aber ganz schön hart. Da gibt es noch diesen besseren Sessel, ne? Da gibt es noch diese angenehmere Sache. Und ich glaube, das ist oft so in unserem Leben, dass ich denke, hey, es könnte ja noch angenehmer sein, es könnte ja noch schöner sein. Und deswegen merken wir, hey, so richtig glücklich machen kann das nicht. Deswegen glaube ich, die Jagd nach Komfort, nach so einer wirklichen Komfortzone, wird nur bei Gott beendet. Findet nur in Gott wirklich Erfüllung. Und ich habe euch mal einen Bibelvers mitgebracht, der ist ein bisschen spannend. Dort heißt es, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Ne? Also der Psalmist hat hier eine Situation, wo er merkt, hey, da geht es mir richtig schlecht. Ne? Keine Ahnung, er ist richtig krank gewesen, er hat vielleicht gerade Geld verloren, vielleicht ist gerade richtig was schiefgegangen in meinem Leben und ich glaube, wir kennen das alles, alle. Und dann denken wir, hey, irgendwie muss ich doch jetzt den Akku wieder aufladen, irgendwie brauche ich doch da Ausgleich. Und der Psalmist sagt dann weiter, lass doch deine Gnade mir zum Trost sein, nach deiner Zusage an deinem Knecht. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hey, was hat das Ganze mit Komfort zu tun, mit Luxus? Ich glaube, Komfort ist viel mehr als Luxus, ist viel mehr als sich was zu leisten. Und ich finde das im Englischen viel besser, weil dort wird Trost mit Comfort übersetzt. Und wenn wir das ersetzen würden, dann heißt das, lass doch deine Gnade mir
zum Komfort sein, nach deiner Zusage an deinem Knecht. Also Gott wünscht sich so sehr bei dem ganzen Schönen, was er uns in dieser Welt auch schenken möchte, dass wir unseren eigentlichen Komfort, unsere eigentliche Komfortzone in ihm haben. Und das, ich weiß das selber aus meinem Leben, das hört sich so leicht an, ne? Das, gut, machen wir aber jetzt so. Und das ist doch so schwer, ne? Weil wir diese ganzen Ablenkungen im Leben haben. Und das weiß auch genauso der Apostel Paulus, ne? Der das im 2. Korintherbrief schreibt. Kapitel 1, Abvers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Er ist ein Gott, der das mitkriegt, wenn es uns schlecht geht. Der das nicht einfach sagt, okay, lass laufen, ne? Irgendwann wird es schon wieder besser, sondern der dort in dieser Situation bei dir sein will. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Und wieder kann man das machen, dass man Trost mit Komfort übersetzt. Und das ist herausfordernd, ne? Jesus verspricht uns kein Leben, das einfach ist. Und ich wünsche mir das genauso wie ihr, dass es so wäre. Ne? Sondern er sagt, genauso wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben. Ne? Also genauso wie Jesus gelitten hat, genauso wie es ihm dreckig ging, wird es auch uns dreckig gehen. Und ich glaube, das kann jeder, der mit Jesus unterwegs ist, bezeugen, dass es ganz viele Momente im Leben geht, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht so schön. Das ist jetzt nicht so genial. Das ist jetzt nicht die Situation, die ich mir gewünscht habe. Ich habe wieder meinen Job verloren und das war richtig demütigend für mich. Da habe ich diesen Komfort nicht sofort gemerkt. Ich habe wieder eine Krankheit und die lässt sich eigentlich nicht so richtig heilen. Und ich merke, hey, also so Komfort, das erlebe ich nicht so wirklich. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir alle kennen diese Situation. Aber Gott, Jesus, will gerade da bei uns sein. Und vielleicht lässt er uns deswegen auch in solche Situationen kommen, dass wir erleben, dass in ihm Trost ist, dass in ihm wirklich Komfort ist, dass wir uns an ihn hängen können und dass wir uns in seine Arme fallen lassen können, ne? Wie so in die liebenden Hände eines Vaters. Und ich glaube, diese Jagd nach Komfort wird erst bei Gott enden. Das heißt, die wird erst dort zu Ende sein, wenn wir mal mit ihm im Himmel sind. Und deswegen schreibt er das auch immer wieder in seinem Wort. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Ne? Und ich denke immer, wir haben so die Ansicht, hey, wenn wir Christen sind, dann ist das geilste Leben ever. Ne? Und wir haben vor zwei Wochen, die Hotelbibelschule hier gehabt und wir haben das Buch Prediger durchgenommen. Und ich empfehle jedem, wenn ihr mal Langeweile habt, gut, heute ist das Wetter schön, ne? Aber es wird auch wieder schlecht und ihr mal nichts zu tun habt, setzt euch mal hin, macht eine Hörbibel an, hört euch das mal an oder lest euch das mal durch. Das ist echt ein krasses Buch, weil das Leben beschreibt, wie es ist. Ne? Das sagt, hey, es gibt so viel Schönes im Leben und es gibt auch so viel Geniales zu erleben. Du kannst dir allen Luxus gönnen, du kannst Kinder haben, was auch immer. Aber letztendlich wird es alles nichts sein, wird es alles irgendwann weg sein. Jürgen hat uns ein cooles Beispiel erzählt, Jürgen Fischer, der hier gepredigt hat. Der hat gesagt, Gutenberg, ne? Der Mann, der die Bibel gedruckt hat, wo er sagt, hey, der hat doch sein Leben für Jesus investiert, ist total verarmt gestorben, weil er sich bei den falschen Leuten Geld geliehen hat, ne, für sein Bibeldruckprojekt und die das dann irgendwann zurück wollten und er hatte das Geld noch nicht. Und er hat alles verloren. Aber er ist trotzdem als glücklicher Christ gestorben, ne? Weil er wusste, er ist in Jesus geborgen. Und es gibt zig Beispiele dafür. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, hey, 1. Korinther 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben.
Ich glaube, uns fehlt oft diese Zukunftsperspektive. Ja, ich glaube, dieses Leben ist mit Jesus besser hier auf der Erde, weil wir eigentlich das Leben leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass wir das in der Fülle, in dem, wie es richtig ist, erst erleben werden. Da wird es nochmal viel schöner. Und ich glaube, wir sind oft so halbherzig in dem, wo wir Luxus und Komfort suchen. Ich glaube, wir suchen nicht genug danach. Wir haben nicht genug Sehnsucht, uns richtig gut zu fühlen. Und John Piper, ein von mir sehr geschätzter Theologe, hat es mir so auf den Punkt gebracht: Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex, Ehrgeiz und jetzt kannst du dein Ding noch einsetzen, herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und das, finde ich mal, ist ja eine spannende Aussage. Ne? Normal hört man von hier vorne immer, ja, du musst verzichten, ne? Du musst irgendwie deine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird es dir auch immer nicht so gut gehen. Und jetzt sagt er hier, hey, du strebst noch nicht genug nach Glück, du strebst noch nicht genug nach Komfort. Und er benutzt dieses Bild, ne, von diesem Elendsviertel und diesem wunderschönen Urlaub. Und ich glaube, es ist oft so, ne, dass wir denken, boah, es ist doch so schön hier. Und als ich in Kroatien in dieser Bucht lag, dachte ich das, also diese Erde, ich will eigentlich gar nicht in den Himmel. Ne? Also wenn man das mitnehmen könnte, dann wäre auch gut. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es noch schöner, noch genialer wird. Und es wird aber nicht nur noch schöner, noch genialer, weil die Landschaften dort noch pompöser sind, weil die Landschaften dort noch atemberaubender sind und weil man dort noch mehr Komfort an sich erleben kann, sondern weil dort Gott da sein wird. Und ich merke das in meinem Leben. Ich glaube, diese Bucht wäre nicht so schön gewesen, wenn meine Frau nicht mit dabei gewesen wäre. Ich glaube, dass viele unsere Komfortzonen und das merke ich immer wieder in Gesprächen, vor allem wenn Leute verstorben sind, merken wir, dass das Orte auf einmal nicht mehr so schön sind. Dass unser Komfort in erster Linie an Beziehungen hängt. Und ich glaube, unser größter Komfort hängt an der wichtigsten Beziehung, die wir im Leben haben können, an der Beziehung zu Gott. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und ich habe mich immer gefragt, ich bin jemand, der gerne Biografien liest von großen Glaubenshelden. Und vielleicht kennt ihr das, man hat dann so eine Biografie gelesen, und denkt, boah, die haben ja jetzt so viel geleistet und wie soll ich das nur schaffen? Ich bin halt kein Glaubensheld, ne? Also versuche ich das gar nicht erst. Und einer dieser Glaubenshelden ist Jim Elliot, ein Indianermissionar, der am 8. Januar 1956 von 5 Indianern der Aucas in Ecuador mit 5 seiner Kollegen umgebracht worden ist. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht von diesem Mann. Der hat vorher gesagt, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und ich habe diese Biografie gelesen und ich habe sie beim ersten Mal nicht verstanden. Erst beim zweiten Mal habe ich entdeckt, hey, dieser Mann hatte diese Beziehung zu Gott. Und er war glücklich in dieser Beziehung zu Gott. Der war sogar so glücklich, dass er gesagt hat, die stille Zeit reicht mir nicht, ich setze mich in meiner Mittagspause nochmal hin und will Zeit mit Gott verbringen. Und das hat ihn letztendlich zu diesem Punkt gebracht, wo er gesagt hat, hey, ja, ich kann auch mein Leben hingeben, ich kann auch mein Leben opfern, wenn das sein muss. Das andere von diesem wunderbaren Gott hören können. Und das ging damals durch die Medien. Wie gesagt, es war 1956, also es gab schon Fernsehen und so weiter, zumindest in manchen Teilen der Erde. Und die Welt hat es einen Albtraum, eine Tragödie genannt damals. Da haben sie alle den Kopf geschüttelt. Wie kann man das machen? Unverantwortlich. Da sind 8 Ehefrauen zurückgelassen worden und 9 Kinder, die jetzt, 5 Ehefrauen und 9 Kinder, die jetzt kein Vater, kein Ehemann mehr haben. Und seine Frau Elizabeth A., die dieses Buch geschrieben hat, hat geschrieben, die Welt erkannte die Wahrheit im zweiten Satz von Jims Credo nicht, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann.
Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Bewusstsein haben. Und dazu müssen wir kein Jim Elliot sein. Ich habe auch so gedacht an meine liebe Uroma, Lotte hieß die. Die ist 103 Jahre geworden. Und sie war lange Zeit ihres Lebens dann Witwe gewesen. Wo man sagen kann, hey, das Leben ist doch sinnlos. Ne? Ich habe den liebsten Menschen in meinem Leben verloren. Was soll ich jetzt noch machen? Aber ich muss sagen, ich habe selten eine glücklichere Frau gesehen, als ich bei ihr in die Wohnung in Krauschwitz in der Lausitz gegangen bin. Sie hat immer gestrahlt, hat immer gefragt, wie geht's dir? Wie geht's der Gemeinde? Sag mir alle Gebetsanliegen, die dir einfallen. Weil ich bete dafür. Ich rede mit Gott darüber. Und das war ja wichtig. Und man hat gemerkt, hey, das war keine Pflicht für sie. Das war keine, ich muss das abarbeiten. Sondern es war ja eine Freude. Es war ein Herzensanliegen. Sie hat zwar immer wieder gesagt, also am liebsten wäre ich jetzt schon im Himmel. Ne? Am liebsten wäre ich jetzt schon bei Gott. Aber solange ich hier bin, will ich den Auftrag erfüllen, den er mir gegeben hat. Das war für sie Beten. Ganz einfache Sache. Ne? Du musst nicht in den Urwald gehen, musst nicht die Indianer missionieren. Du kannst auch das, ne, machen. Und auch als sie zum Schluss noch nur im Bett lag, erinnere ich mich daran, dass sie das gemacht hat. Ne? Sie hat gesagt, ich kann nicht mehr aufstehen, jetzt habe ich noch mehr Zeit zum Beten. Von früh bis Abend. Verrückt, habe ich gedacht. Ne? Wie kann man das cool finden, ne? als Teenager? Aber ich bin da immer wieder weggegangen und dachte, hey, ich bin durch diese Treffen so gesegnet gewesen. Und ich habe das gemerkt, wie meine liebe Oma für mich gebetet hat. Und ich wünsche mir, dass wir solche Glaubenshelden werden, egal wie alt wir sind, egal an welchem Ort dieser Welt wir das machen, dass wir uns so einsetzen können. Und ich möchte euch einfach ein paar Fragen mitgeben, die euch dabei helfen können. Zu gucken, hey, habe ich diese Leere in meinem Leben und merke ich, ich will dieses Loch immer wieder stopfen mit den falschen Sachen. Dann möchte ich dir Mut machen, damit aufzuhören. Ne? Vielleicht auch bewusst Sachen wegzulassen. Manchmal ist das dran. Nicht, weil das eine schlechte Sache ist. Aber wenn ich merke, hey, und da werden mir viele zustimmen, wenn ich merke, Alkohol ist das, was dieses Loch stopfen soll, dann wird mir das irgendwann schaden. Wenn ich das stopfe, indem ich mich abends auf die Couch lese und nur noch irgendwie Netflix oder Fernsehen oder was auch immer konsumiere, dann wird mir das schaden und wird mich das wegbringen von Gott. Welcher Komfort in deinem Leben will dich ablenken? Mach dir das wirklich bewusst und hau das raus aus deinem Leben. Das ist manchmal hart und das ist manchmal herausfordernd, aber es tut gut. Aber viel wichtiger, und das ist das Erste, was du tun solltest, was kann dir helfen, deinen Komfort in Jesus zu entdecken? Was kann dir helfen, zu sagen, hey, ja, genau dort ist meine Komfortzone? Und glaubt mir, das ist kein frommes Hirngespinst. Ich habe das selber erlebt und ich habe immer wieder Leute getroffen, die sagen, hey, so eine tiefe Zeit mit Gott, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich war in Pakistan unterwegs bei Leuten, wo ich gedacht habe, hey, die haben doch gar nichts. Und für die waren diese Zeiten mit Gott ein Highlight. Dort sind wir rumgegangen in die Häuser und haben denen eine Andacht gehalten. Auf Englisch, ich kann ganz schlecht Englisch. Und das hat dann noch jemand übersetzt. Also ich will nicht wissen, was dabei rausgekommen ist. Die haben sich bedankt für diese Zeit, ne? Weil die keine Bibel zu Hause hatten, weil die selber das nicht lesen konnten, dass ihnen da jemand erzählt hat. Ne? Und wir haben das jeden Tag da, wir haben diesen Luxus jeden Tag. Aber manchmal habe ich die Bedenken, dass wir sagen, hey, wir kennen die Bibel schon so lang und jetzt drückt sie um. Irgendwie ist der Sessel schon durchgesessen, irgendwie brauche ich jetzt was Neues. Aber das funktioniert dort leider nicht. Ich glaube, wir dürfen ganz neu entdecken und Gott möchte uns dabei helfen, dass unsere Zufriedenheit, unser Komfort in Jesus zu entdecken ist. Und das wünsche ich mir für euch für die nächste Woche, für das nächste Jahr, dass ihr merkt, hey, ich will raus aus diesem Karussell, das mich ja letztendlich nicht befriedigen kann. Und ich will mich in meinen Stuhl zu Hause setzen, auf meine Couch, in mein Bett legen und Zeit mit Gott verbringen, vielleicht spazieren gehen. Und da will ich mein Glück finden, dort will ich meinen Komfort haben. Und nur dann werden wir erleben, dass es nicht eine unendliche Suche nach mehr ist, sondern dass wir jetzt schon dieses unendlich erleben können in Jesus. Und dafür würde ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du Komfort sein möchtest, dass du unser Ort sein möchtest, unsere Person sein möchtest, wo wir uns zufrieden und glücklich fühlen. Und du siehst die ganz vielen Sachen in unserem Leben, die diesen Platz streitig machen wollen und wo wir sagen, hey, das ist doch eigentlich langweilig mit dir, das kann uns doch nicht glücklich machen.
Und ich möchte dich bitten, dass du diese Lügen in unserem Leben wegnimmst und dass wir das wirklich tief erleben können. Dass du bei uns bist, dass du uns liebst, dass du uns bedingungslos liebst, dass du sogar deinen Sohn dafür gegeben hast. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen dort veränderst und schenkst, dass wir Komfort, dass wir Zufriedenheit in dir erleben können. Und dass uns das antreibt, Zufriedenheit und Komfort auch an andere weiterzugeben, indem wir von dir erzählen. Bitte segne du uns und hilf du uns. In Jesu Namen. Amen.